Hallo Leute! Wie ihr seht, habe ich gerade nur auf einem Auge Wimpern. Die sind nicht getuscht, sondern ich habe Dauerwimpern drauf gemacht. Und ich wollte euch jetzt am anderen Auge mal demonstrieren, wie ich das gemacht habe und euch darüber noch ein bisschen was erzählen. Also, es gibt erstmal ganz unterschiedliche Arten von Dauerwimpern. Ich habe jetzt welche von Leni Lash und noch andere. Die sind aber beide von Cosmetic for Less. Die sind jetzt beide braun, ich benutze aber gleich schwarze. Und zwar sind die so einzeln verpackt. Ich zeige euch das mal an denen hier, die sind schon ausgepackt. Und zwar sind das immer so einzelne kleine Büschelchen. Und die gibt es in kurz, mittel, lang. Ich benutze jetzt die kurzen und die mittleren, weil die langen sehen mir ein bisschen zu unnatürlich aus. Und ich benutze aber auch noch diese Büschelwimpern. Die sind von UMA gewesen. Und ja, es gibt allerdings auch noch welche in so kleinen Tiegelchen. Also da gibt es eine Riesenauswahl. Es gibt noch Wimpern mit D-Curl, C-Curl, B-Curl und so weiter. Und ich erkläre euch mal ganz kurz, was das ist. Also das hier sind jetzt einfach so Einsteigerwimpern, nenne ich sie mal. Da stand jetzt auch nichts dabei. Und diese B-Curl, C-Curl, D-Curl, das ist einfach nur wie arg die sich, wie arg die sich nach oben neigen. Also ob die jetzt quasi eher gerade sind oder eher so nach oben gebeugt sind. Ja, das ist der einzige Unterschied. Und dann gibt es natürlich noch Unterschiede in der Länge. Und es gibt unterschiedliche Unterschiede in der Dicke der Wimpern. Und ich habe mich damit aber jetzt nicht so extrem auseinandergesetzt, weil ich diese nämlich super gut finde und ich diese hier benutzen werde. Vorab ist zu sagen, ich bin kein Profi. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht, so sieht's aus. Und das mache ich, zeige ich euch jetzt an dieser Seite. Und falls ich irgendwas falsch mache, dann seid mir nicht böse. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das mache. Und das heißt nicht, dass es jeder so machen muss. Ich benutze eine ganz normale Pinzette. Die sollte aber gut greifen können. Also nicht, dass euch die Wimper dann rausfällt. Dann benutze ich einmal diese Single Short Black und diese Single Medium Black. Die sind ein kleines bisschen länger. Und ich fange erstmal mit den Short Black an. Und verdichte einfach mal meine kompletten Wimpern. Also ich trage die überall auf den Wimpernkranz auf. Ah ja, Kleber habe ich noch vergessen. Ich benutze diesen Dauerwimpernkleber von Adeco. Ich habe aber auch einen von Duo. Ich benutze aber aus dem Grund den von Adeco, weil ich nämlich auch so ein kleines Fläschchen habe, dass ich die Wimpern wieder leichter abkriege. Und das ist auch von Adeco. Ich weiß nicht genau, ob das auch mit einem anderen Kleber dann funktioniert. Ja, auf jeden Fall gebe ich mir hiervon jetzt einfach mal so einen Tropfen auf den Handrücken. Und jetzt nehmt ihr euch diese Wimpern auch am besten hier in die Hand. Ich halte die da jetzt einfach und nehme mir mit der Pinzette eine Wimper raus. So, das sieht jetzt so aus. Sieht man das? Ganz kleine Wimper. Und jetzt tunke ich die einmal in den Kleber rein. Ich hoffe, man erkennt das einigermaßen. Und dann habt ihr am besten direkt einen Spiegel vor euch. Tragt das ja eigentlich da auf, wo die anderen Wimpern auch sind. Also ich trage es auf der Haut auf. Aber ich gucke, dass es wirklich am Wimpernkranz oder sogar im Wimpernkranz drin ist. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Auge. Ich benutze jetzt zuerst immer diese kurzen Wimpern. Mit den kurzen bin ich jetzt fertig. Ich habe einfach mal geguckt, dass es nicht zu leer aussieht. Und ich finde, es sieht jetzt schon eigentlich ganz gut aus. Ich benutze jetzt aber noch ein paar längere. Das sind jetzt die Medium.
Und ja, füllen damit einfach noch ein paar Lücken, mach ein paar in den Außenwinkel, ein paar oben in die Mitte, aber nicht in den Innenwinkel, das wäre sonst zu unnatürlich. Und ja, schaut mir doch einfach mal ein bisschen dabei zu. Ich nehme übrigens einen frischen Tropfenkleber, weil meiner ist jetzt getrocknet. So, einmal frisch drauf gemacht. Das lässt sich danach übrigens ganz einfach abkratzen, im Fingernagel. Und jetzt kommen die längeren Wimpern dazu. Jetzt bin ich mit den mittleren auch fertig und ich finde, es sieht einfach jetzt schon eigentlich ganz gut aus, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr Dichte reinbringen und dafür nehme ich jetzt diese Büschelwimpern von UMA. Ich benutze jetzt diese langen, die waren hier aufgeteilt in kurz, mittel, lang und ja, mache gerade so 2, 3 noch dazwischen und dann sind wir auch schon fertig. Die nehme ich genauso mit der Pinzette, habe sie in Kleber getunkt. Ich mache jetzt hier so in die Mitte eins. Und noch ein bisschen außen. Ich habe jetzt insgesamt 2 Büschelwimpern drauf und mehrere kurze und so 3, 4 von den mittleren. Und im Endeffekt hat man echt nicht viel gebraucht und ich finde, dass es sich sehen lassen kann. Also ich muss jetzt meine Wimpern nicht tuschen. Ich muss quasi die Augen gar nicht schminken. Meine Augen sind gerade auch komplett ungeschminkt. Nur mein Gesicht hat Schminke drauf. Und ja, ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Und das ist eigentlich ganz einfach, aber Übung macht natürlich den Meister. Ich zoome euch mal wieder ein bisschen weg. Das ist echt gruselig, wenn ich mich da die ganze Zeit so groß sehe. Und ja, den Kleber von der Hand, wie gesagt, könnt ihr einfach mit dem Fingernagel so abziehen. Und ja, mit Abschminken. Also wenn ihr Eyeliner, Kajal oder Eyeshadow irgendwas drauf macht, dann solltet ihr darauf achten, dass der Make-up-Remover, also das Abschminkzeug, kein Öl enthält. Das heißt, ich habe normalerweise diesen von Maybelline 2-Phasen-Reiniger für wasserfestes Make-up. Den darf ich jetzt nicht benutzen. Am besten, ihr benutzt ganz einfach Abschminktücher oder irgendwas für... ja, für wasserlösliches Make-up und kein Öl drin. Sonst lösen sich die Wimpern ab. Und ja, das hält jetzt eine ganze Weile, also so zwischen 1 und 3 Wochen. Allerdings muss man die zwischendurch immer wieder auffüllen. Das heißt, es kann sein, dass mal eine Wimper abfällt. Dann klebt man halt wieder an die Stelle eine neue dran. Also das ist eigentlich kein Thema. Und ja, ich finde es echt schön. Und praktisch vor allem, ich spare jetzt mega viel Zeit beim Schminken. Ich muss jetzt nur noch meine Haut quasi machen oder mein Gesicht und kann aus dem Haus gehen. Und das ist es mir auf jeden Fall wert. Jetzt nochmal zu den Preisen. Also so eines von diesen hier, von diesen einzelnen Wimpern kostet, glaube ich, um die 2 bis 3 Euro. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Und diese Büschelwimpern, wo sind sie denn wieder hier, diese Büschelwimpern von UMA, ja, die haben, glaube ich, auch so 3-4 Euro oder so gekostet. Ich habe die bei Real gekauft, bin mir gerade gar nicht sicher, wo es noch UMA gibt. Aber die kriegt ihr auch auf der Website, die ich euch hier unten verlinke, die heißt Cosmetic for Less. Wichtig zu sagen am Ende des Videos ist natürlich noch, dass es auch gewisse Risiken gibt. Der Kleber ist nicht ganz ohne. Also der sollte wirklich nicht ins Auge kommen. Wenn ihr das zu Hause nachmacht, dann postet doch ein Bild auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Lenas Dauerwimpern
Und dann sehe ich euch euer Bild auch und ja, freue mich, dass ihr das nachgemacht habt. Und vielleicht lasse ich auch ein Like da. Ja, ich freue mich über Abos und auch über Kommentare hier unten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.